Machen wir 50-50. Das hätte ich, glaube ich, schon früher machen sollen. Und dann gucken wir mal. Vor allem hat er uns mit dem Feuerbreath gewonshottet, obwohl wir den noch haben. Eigentlich können wir Shit ablegen, weil werde ich eh nicht benutzen. Ich habe Elden Ring tatsächlich, abgesehen von einem Boss, komplett ohne Schild gespielt. So, wir können jetzt Spirit Ashes benutzen. Kostet uns aber FP. Ich denke mal, das machen wir aber trotzdem. Ey, nicht die Krabbe. Und zwar beschwören wir mal die Wölfe. Einfach, ja, einfach mal, um es zu zeigen, unter anderem. Klingeling. Zu Angriff. Boah. Ja, ich glaube nicht, dass sich das gelohnt hat. Echt jetzt, Bro? Jetzt schon? Au. Ui! Das ist ärgerlich. Ja, die Spirit Waffe waren ziemlich für den Arsch. Lohnt sich halt wirklich nicht. Gut. Aber da war doch ein Steak. Wieso läuft ich denn da nicht hin? Manu. Ja, nee, die rufen auch nicht. Also, den jetzt schon umzubringen, wäre halt richtig, ein richtig guter Power Spike für uns. Er war halt ein richtig guter Power Spike. Weil, wie uns, glaube ich, schon gesagt wurde, oder so habe ich es schon gesagt, Drachen zu töten bringt uns Drachenherzen. Mit Drachenherzen können wir Drachenspells lernen. Diese Drachenspells ist halt das, worauf ich gehen möchte hier. Diesmal. Peak. Heiß, 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 heiß. Das ist jetzt so ungünstig, dass Torrin tot ist. Oh. Oder ist Torrin tot? Ich weiß es nicht. Oder zumindest runtergeworfen von Torrin. Das
bedeutet eigentlich Meisters Torrent Todes? Diesmal bin ich beim Steak gestorben, das ist okay. Ich hoffe nicht, dass Torrent tot ist. Ja, Torrent kann sterben. Das ist mir nie wirklich passiert. Wenn Torrent stirbt, muss man ein Crimson Tier verbrauchen, um ihn wieder zu holen. Ich wusste es. Echt jetzt? Das heißt ja gar nichts. Ja, besser als nichts, AGS. Nee, nicht nochmal. Goddammit. Okay, nach hinten links ausweichen. Also zu ihm hin und links. Das ist so eine ungünstige Position hier. Ist auch immer schneller geworden. Ich denke, wir kriegen ihn. Wir können ihn kriegen, definitiv. Ich hätte nur definitiv nicht den Speer aufwerten sollen, sondern unseren Talisman. Na gut. Habe ich irgendwas Buff-mäßiges dabei, das ich benutzen könnte? Physical Tag. Das könnte vielleicht funktionieren. Kann man ja alles mal ausprobieren. Das Gefühl, es sind irgendwie drei Steaks oder so. Gucken wir mal. Okay, das macht ja mal gar keinen Schaden. Und ja, das hier ist kein richtiger Drache. Das hier ist ein Wyvern. Oh. Ach komm. Drachen haben nämlich vier Beine und Flügel. Das hier hat nur zwei Beine und zwei Flügel. Zwei Vorderflügel. Kein auf dem Rücken.
Und ja, ich bin sehr determined, den jetzt umzubringen. Auch wenn ich das Ganze hier rausschneiden muss nach einer Zeit. Disrespect. Jetzt ist Torrent definitiv tot. Das ist jetzt super ungünstig. Vor allem, weil hier eine Wand ist. Muss in Deckung bleiben, sonst war es das mit mir. Again. Er ist am Spam. Oh, das hat mir nicht gefallen. Wie weiche ich dem aus, ist die Frage. Okay. Play it safe. Deswegen hatte der mich getroffen gehabt, der hat einen ganz anderen Breath gemacht. Scheiß Fliege, Alter. Ah, goddammit. Hätte er den nicht gemacht, hätte ich ihn gehabt. Okay. Ist easy, ist easy. Jetzt müssen wir nur mit einem Flask weniger rein, glaube ich. Doch nicht.
Goddammit. Ich bin doch so ein Lappen. Okay. So, was trinken, weiter geht's. Das ist uncool, Bro. Bro. Ich werde nicht sagen, dass das unfair ist, aber habe ich einen Bogen? Wie soll ich denn da hinkommen, Junge? Kannst du dich deinen Arsch hier runter bewegen wieder? Leider kein Skyrim-Pferd. Kannst du den Boss da oben umbringen, wenn du schon mal da bist? Ich komme hier halt legit nicht zu ihm hoch, ist das Problem. Doch würde ich, glaube ich. Vielleicht.
Ach, jetzt auf einmal kannst du fliegen, ja? Schloch. Der Kampf lief so gut. Was für eine fucking Shitshow, Alter. Jetzt werde ich wahrscheinlich zu dieser fliegenden Kackbratze hier sterben. Alter. Was war denn das für eine Scheiße, Alter? Ich hätte ihn halt legit zu dem Boss da hinten ziehen können. So, und hätten wahrscheinlich auch noch umgebracht. Ey, halt. Keine Worte. Einfach keine Worte. Cool, Aufladung. Geil. Hat er denn hier alles umgebracht? Jetzt sind kleinen Viecher. Hey. Natürlich muss ich jetzt so sterben. Och Mann. Oh, das Steak ist nicht mehr aktiv, weil der Boss tot ist. Ey, ohne Witz. Open World Boss in diesem Spiel. Du kannst sie schießen, sie können an Fallschaden sterben, du kannst. Hätte ich einen Bogen gehabt, ne? So eine vernünftige Waffe auf Range. Ich hätte den von da unten aus killen können. Ohne Probleme. Aber nein, der Ligdi sagt sich, nee, ich möchte den jetzt bekämpfen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ohne den Feuertalisman hätte er uns sogar höchstwahrscheinlich gewonshottet die ganze Zeit mit dem Feuer. So, meine Runen sollten hier unten liegen, ja? Trinas Lilies. Letzte hätte ich auch gerne. Bin nervlich am Ende. Nee, natürlich liegen die oben. Sind halt 5000 Runen, die kann ich nicht liegen lassen. Vor allem nur 5000 Runen für ihn, so. Ein Boss, den man jetzt gerade noch nicht machen sollte, eigentlich. Und da kommt die Katze an. Hallo Katze. Wir wollen unbedingt ein paar dieses Let's Plays werden, ja? Ich glaube, ich muss mal so eine Katzencam holen. Die hat einfach die ganze Zeit auf die rechte Seite meines. Muss man ruhen. Meine Schreibtische sind das. Also. Na, wo die Katze halt immer liegt und dann guckt es da die ganze Zeit drauf. Ob es jetzt da ist oder nicht. Okay, einmal hüpf. Nochmal hüpf. Sind wir hier überhaupt? Das sieht mir aus wie ein Todesloch. Beware of Hole. Beware of Death. Oh. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass der NPC, den wir vorhin getroffen haben, Bock heißt er, glaube ich, auch eine Sidequest hat. Wie kommt man denn da hin?
Also eine vernünftige Sidequest, die halt auch einigermaßen lang geht. Ich habe es halt nie wirklich weitergemacht, nachdem ich ihn in der Höhle gesehen habe. Und ich glaube, wenn man die Questreihe von ihm in der Hinsicht dann nicht weitermacht, Junge, du hast einen Speer. Er hat dreimal über das Vieh drüber gestochen. Okay. Hinterkommen. Ist alles gut. Alles in Ordnung. So, das Ganze probieren wir jetzt einfach nochmal. So, in aller Ruhe. Killt ein fucking Drache und stirbt an den Hund. Oh, seine Augen leuchten. Gegner, deren Augen leuchten, gelb, geben einem mehr Sehen. Ich weiß nicht genau, was es beeinflusst oder warum. Aber die geben einem, glaube ich, 10% mehr Sehen. Irgendwie sowas. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber auf jeden Fall kriegt man dadurch mehr Sehen. Runen. Entschuldigung. Dann soll trotzdem sehen. So, was haben wir denn hier? Ein paar Ratten. Und mehr als so ein paar. Und einmal aufmachen. Solche Gräber hier sind auch überall verschwunden. Trapperhead. Trapperhead, der vor Rolling. Das könnte jetzt ärgerlich sein, je nachdem, wo wir rauskommen. Hoffe, wir kommen nicht daraus, wo ich denke, dass wir rauskommen. Oh.